Okay, was geht ab, Diggis? Und was geht ab, Digilines? Willkommen im Retro-Club für eine neue Virus-TV-Folge, Thema von heute. Was dem Schwarm nicht nützt, nützt auch der Biene nichts. Gestern mal wieder so einen Tag gehabt. Ich war beim Einkaufen. Wieder meine Fresse nicht halten konnte. Weil genauso wie ich auch mit euch rede hier in den sozialen Netzwerken, so spreche ich auch mit meinen Menschen in real life. Und habe diese Tendenz. Ja, wenn ich jemanden sehe, der sich bedient in den Regalen, die Menschen anzusprechen. Warum, wieso, weshalb er sich für dieses Produkt entscheidet. In diesem Fall waren es mal Eier, wo ich dann sage, ey, die Eier, die sie genommen haben, da steht nur 2 drauf. Ja, ist aber Freiland. Ich sage, ja, ist Freiland. Aber die bekommen keine gute Ernährung, deine Hühner, die die Eier da legen, sonst würde da eine 0 draufstehen. Ende von Film heißt es ja, so wie es ja bei allen so immer heißt, ja, das ist so teuer, muss man sparen. Und so weiter und so fort. Ja, wie oft sage ich das? Das ist ja gar kein Problem. Das Sparen ist ja gar kein Problem. Aber so zu tun, was wäre der Grund an Mangel an finanziellen Ressourcen? Ist absolute Bullshit. Diese gleiche Person läuft dann Richtung Kasse und vor der Kasse packt dann noch so viel Bier ein, dass der Wert an Bier locker das Dreifache ausgemacht hat, als das, was sich die Person überhaupt gespart hat, indem es sich dafür entschieden hat, Eier zu kaufen, die eine schlechte Ernährung bekommen, also dessen Hühner schlecht ernährt werden. Zurück zum Thema der Demokratie. Ja, wir wählen mit jedem Einkauf, den wir machen. Und wenn du dir selbst eine Lüge erzählst und sagst, ja, das ist ja, weil das alles zu teuer ist. Das ist ja, was? So wie diese Person? Ha, alle Menschen sind so. Ich sehe das immer öfters und immer wieder und immer wieder. Und wenn ich versuche, mit Leuten zu sprechen, warum hast du das und das in deinem Einkaufswagen drin? Yeah. Wir haben keine Wahl, die Politiker, die machen doch, was die wollen. Nee, wir als Volk lassen diese Menschen machen, was sie wollen mit uns, weil keiner aufsteht, keiner die Entscheidung nimmt, irgendetwas zu verändern. Und da kommen wir zu dieser Biene. Was dem Schwarm nichts nützt, nützt auch der Biene nichts. Das ist eine Zusammenfassung von der gesamten Existenz. Da musst du nicht weitersuchen. Die Leute reden darüber, oh, das Arztsystem ist überlastet. Die Krankenhäuser sind alle überlastet. Ja, die Ärzte, ach, die helfen ja gar nicht so wirklich. Die geben dir ja nur irgendwelche Random-Pillen. Ja, warum meinst du, dass sie überlastet sind? Weil da gehst du um frühmorgen um 8 Uhr rein, da sitzen schon 20 Leute da, die warten, damit sie ihren Gelben bekommen. Also die eine Hälfte ist da, weil sie keine Lust haben, auf die Arbeit zu gehen. Und die zweite Hälfte ist da, weil die statt sich gesunde Ernährung gekauft zu haben im Geschäft, gespart haben, schlechtere Ernährungsmittel geholt haben, um noch ein bisschen Geld übrig zu haben, um sich selbst zu vergiften. Um diesen Gift zu kaufen. Werden zum Beispiel, nehmen wir mal einfach ein Beispiel von Palmöl, werden gesamte Inseln, wo drauf Einwohner sind, die fernab der modernen Zivilisation sind, werden da ausgerottet, komplette Kulturen von Einheimischen von irgendeiner Insel werden da ausgerottet. Tierspezies sterben aus. Aufgrund von unserer übertriebenen Agrarkultur. Was ist das alles? Warum leitet
leiden wir als Schwarm, beziehungsweise warum nutzt es uns nicht als Schwarm? Woher kommt der ganze Bullshit? Ja, weil jede einzelne kleine Biene sagt, ja, ich kann ja nichts tun. Ich kann ja nichts machen, das sind ja die Politiker. Deswegen tue ich da meinen kleinen Teil dazu, indem ich noch mehr verantwortlich bin für Gift, noch mehr Bullshit mache. Weil ich meine, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man könnte ja auch sagen, naja, unsere Handel endet sowieso nichts, aber ich kann ja das Beste für mich tun. Oder sagen, naja, wir können ja sowieso nichts tun, also mache ich genau denselben Scheiß wie alle anderen. Und dann sich zu wundern, dass wir in einer scheiß Welt leben. Deswegen, lass bitte deine Plakate daheim. Lass die zu Hause. Hör auf mit irgendwelchen Demos, irgendwelchen Revolutionen. Die Demo, die Revolution. Die schreibt man nicht auf ein Plakat auf. Die beginnt bei dir. Durch deinen Handel. Wenn du anfängst, diese kleine Biene zu sein, die im Sinne des gesamten Schwarms handelt und das Beste für sich, seine Umwelt schafft und dann mit deinen Freunden und fremden Menschen da draußen anspricht, dass wir wieder Menschlichkeit haben und nicht nur über unsere sozialen Netzwerken reden, sondern einfach so, mitten auf der Straße, einfach miteinander reden und sagen, hör mal, du kleine Biene, ich bin auch eine kleine Biene. Wie wär's denn mal, wenn wir hier irgendwie mal alle in die gleiche Richtung fliegen würden, in Richtung Frieden, in Richtung Balance zwischen die Tierwelt und wir als Menschen, die alles nehmen und umwandeln, um daraus den größten Komfort zu erlangen, den wir nur anstreben können, um am Ende wo zu landen? In der unkomfortabelste Zeitalter, den man sich überhaupt vorstellen kann. Naja. Dein kleiner Gedanke für ein größeres Horizont. Denk dran. Wir sind alle klein, aber wir können Großes bewirken. Dein Jack, bis zum nächsten Mal. Peace out.